Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Zapunzels Orakel. Ich muss ein bisschen grinsen, das ist jetzt der dritte Anlauf für die Legung. Ich möchte den Blick hinter die Kulissen werfen. Beim ersten Mal ist mir hier ein Malheur passiert. Beim zweiten Mal war der Speicher voll, sodass das Video mittendrin abgebrochen ist. Jetzt versuchen wir das dritte Mal. Die erste Legung war super positiv, die zweite Legung, da war er mal wieder im Selbstmitleid versunken. Jetzt. Spirit, jetzt. Bring was auf den Punkt. Wie geht's ihm? Wie sind seine Energien des heutigen Tages? Womit setzt er sich auseinander? Ne, ich möchte jetzt einfach wissen, in welcher Energie er steckt. Heute und du schaust für dich, das ist witzig, die ist eben mit den Zapunzelkarten auch auf den Tisch gefallen, der Magier. Du schaust bitte für dich, ob du damit was anfangen kannst, ob du dich hier wiedererkennst oder vielmehr dein Otto-Mäuschen wiedererkennst. Es ist halt eine Kollektivlegung, kann immer nur so ein paar Impulse transportieren, aber vielleicht ja, kannst du was damit anfangen. Er ist dabei. Pläne, die er so für sein Leben gemacht hat, in die Tat umzusetzen und das relativ erfolgreich. Der Magier ist eine Karte, die davon spricht, dass eine neue Lebensphase hier beginnt, dass er ja relativ viel positive Energie in sich hat und auch in der Lage ist, andere Menschen zu verzaubern, ne, dich ebenfalls sowieso. Ja, wer weiß, welche Register er gerade zieht. Er nutzt auf jeden Fall seine Talente, hat auch viel Geschick in den Dingen, die er gerade tut, geht entschlossen einen bestimmten Weg. Und da ich ja jetzt eigentlich nicht frage, was macht er beruflich oder was macht er sportlich oder sonst wie was, da das jetzt eine Karte ist, die Energie zwischen euch beiden zum oder seine Energie in Bezug auf dich zum Ausdruck bringen soll, kannst du dich wahrscheinlich auch was gefasst machen, weil wenn er anfängt zu zaubern, dann ist er immer für eine Überraschung gut. Was beschreibt ihn noch? Was sagen die Zapunzel-Orakelkarten dazu? Bumm. Die himmlischen Klänge sind da rausgehüpft, die darf ich euch sogar zeigen. Die himmlischen Klänge sind da rausgehüpft. Er ist ein Mensch, der sehr viel Talente hat, der kreativ ist, der vielleicht auch eine ganz gute Connection zur Musik hat. Vielleicht nutzt er die Musik auch wieder, um seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Wenn er musikalisch ist, dann kommt er automatisch auch in eine bessere energetische Schwingung. Aber da scheint er ja schon zu sein, wenn man der ersten Karte Glauben schenkt. Diese himmlischen Klänge sprechen aber auch dafür, dass er von da oben geleitet und geführt wird. Ja, er hat eine gute Intuition, er ist auch sensibel genug, um Zeichen zu erkennen. Ja, guck mal einfach mal weiter, wie er denn emotional so aufgestellt ist. Und schon wieder das Thema Eifersucht. Warum ist er denn so eifersüchtig, wenn es ihm doch eigentlich gut geht? Wenn du nicht bei mir bist, drehe ich durch vor Eifersucht. Tagtäglich zerbreche ich mir den Kopf, was du gerade machst, mit wem du so gerade unterwegs bist. Du bist so oft online im WhatsApp. Mit wem schreibst du? Ich weiß, ich sollte dir vertrauen, aber solange wir nicht zusammen sind, platze ich vor Eifersucht. Kann seine Energie sein, das kann aber sowohl auch, ne, deine Energie sein, weil ich das einfach häufig mitbekomme. Da habe ich gesehen, da ist der stundenlang online, der schreibt mit Gott und der Welt, aber mit mir nicht. Ja, was meint ihr, wie viele Stunden ich online bin? Wenn, ja, es hat nicht immer direkt was Schlimmes zu bedeuten, wenn jemand online ist.
Und ob er jetzt da dieses Eifersuchtsthema noch durchkauen muss oder das gerade hinter sich hat oder warum diese Karte jetzt da gefallen ist, ich glaube, geht einfach nochmal darum zu reflektieren, auf was bin ich eifersüchtig, warum bin ich überhaupt eifersüchtig, muss ich eifersüchtig sein. Ja, gut, dann hätte ich jetzt noch gerne ein Statement, was ihm so durch den Kopf geht oder womit er sich sonst so auseinandersetzt. Ich entfalte meine Kreativität. Ja, das sind jetzt, also der ist zurzeit am Basteln, am Machen und am Tun. Vielleicht strickt er auch ein paar Socken oder was, der Geier was. Er entfaltet seine Kreativität und das ist nur positiv. Meine einzigartigen schöpferischen Talente entfalten sich auf wunderbare und erfüllende Weise. Meine Kreativität ist stets gefragt. Ja. Lassen wir mal so stehen jetzt und gucken mal ein bisschen genauer mit dem Ruf der Diebe 1. Was geht ihm denn gerade so in Bezug auf euch beide durch den Kopf? Hat er sich lange gefragt, ne, ob er wirklich gut genug für dich ist, weil du ja auch so einiges auf Lager hast. Er wird zurzeit von seinen Gefühlen praktisch überschwemmt. Diese Gefühle brauchen halt eben auch einen Weg nach außen, da du vielleicht nur noch bedingt zur Verfügung stehen kannst aufgrund irgendwelcher Umstände. Vielleicht, ne? Oder da du vielleicht dich ein bisschen umgedreht hast und dich auf deine eigenen Dinge konzentriert hast, ist er jetzt dabei, seinen Emotionen Raum zu geben, weil er für sich gemerkt hat, er kann seine Gefühle zwar eine gewisse Zeit unterdrücken, aber dann bricht alles aus ihm hervor und er weiß eigentlich für euch von ganzem Herzen, dass eure Herzen im Einklang schlagen und sein Herz sagt heute Folgendes. Krabbel mal wieder, sagt sein Herz. Das tut sie dann jetzt auch mal wieder. Oh. Ist viel aus rausgehüpft. Also, er empfindet eure Verbindung absolut als einzigartig. Er hat auch geschnallt, dass ihr euch dermaßen spiegelt und dass, wenn er die Harmonie sucht, die er die Harmonie bekommt, kommt er aber als der Offizier um die Ecke. Ich habe heute im Regen gestanden, ist egal. Dann kann es auch sein, dass du auch anfängst, zurückzuschießen. Auch wenn du lange ruhig bleiben kannst, irgendwann ist es dann genug. Hier wünscht er sich auf der ganzen Linie einen Neubeginn und er bewegt sich schon länger in deine Richtung und er möchte auch, dass ihr ein schnelles Treffen arrangiert. Das Universum scheint da wieder zur Seite zu stehen und er wünscht sich von ganzem Herzen die Zusammenführung, weil er genau weiß, dass ihr füreinander geschaffen seid. Das lässt ihn dazu, das regt ihn dazu an, mit folgenden Taten um die Ecke zu kommen. Ja, Sehnsucht ist ja keine Tat, ist ja ein Gefühl. Kommen auf jeden Fall wieder glücklichere Momente auf euch zu. Er wird offener in deine Richtung, weil der kann sich eine Weile immer zurückhalten und dann packt ihn auch die Sehnsucht. Und hier steht, Glück kommt auf dich zu, die tristen Tage liegen hinter dir und unten drunter liegt die Liebe. Was willst du machen? Ja, Mitgliederbereich hatte ich noch echt schwere Energien heute auf dem Tisch liegen. Und hier hat es sich ja einmal dunkel, einmal hell. Jetzt haben wir sowas von, er beschäftigt sich zwar mit sich selbst, aber ihm geht es gut dabei. Und das ist gut, weil wenn es ihm gut geht, geht es dir eigentlich auch besser, ne? Die energetische Verbindung und so. Lass mich nochmal eben über meine Decks huschen. Welche Info kriegen wir noch über ihn? Dabei.
Dorian Virtues, das, wer es wissen will. Engel da, was weiß ich, wie die heißen. Er ist dabei, sich zu befreien. Er geht in die Leichtigkeit, dadurch kommt er wieder in seine Stärke, in seine Kraft und er ist dabei, sich zu befreien, auch von alten Glaubenssätzen. Und was ist jetzt an dieser Stelle für dich vielleicht interessant oder hilfreich? Lass ihn sich befreien. Kann nicht schaden. Ja, wenn er Musik macht, dann tanzt du dazu. Ist hier rausgehüpft. Tanz, Bewegung zu Musik, gibt dir neue Energie, tanze zu Hause oder in Gesellschaft. Dann haben wir schon wieder die Briefe. Ich meine, die wären gestern auch rausgehüpft. Also es geht einfach darum, dass du dir, wenn da noch was irgendwo schwer in dir ist, dass du dem ganzen Ding halt auch einen Weg nach außen bahnst. Hier steht Briefe, Worte der Seele. Manches lässt sich leichter ausdrucken, wenn du es aufschreibst. Und da habe ich gestern schon zugesagt, dass das nicht unbedingt dann in seine Richtung transportiert werden muss. Manchmal tut es einfach auch gut, wenn man sich das von der Seele schreibt. Manchmal tut es dann auch gut, sich das nochmal durchzulesen. Für mich war es lang die Singerei, das war kein Geschreibe, das war ein Gejohle, aber dieses Gejohle hat mir einfach Befreiung verschafft. Und ich lade diese Songs auch nicht hoch, um euch damit zu nerven, sondern einfach nur zu zeigen, probiert es doch auch mal. Ich singe jetzt lange nicht mehr so viel wie früher, weil ich es einfach nicht mehr so brauche. Aber es waren zwei echt wertvolle Jahre für mich, wo ich da auf meinem Smule-Spielplatz unterwegs war. Dann haben wir die Karte, finde deinen Platz. Das Gefühl, zu Hause zu sein, gibt dir eine tiefe Ruhe und Kraft. Bist du doch daheim, wo du bist und bei wem du bist. Fühle Wertschätzung für dein Zuhause, deinen Seelenplatz. Und die letzte Karte, überwinde dich. Manchmal musst du Brücken bauen zu Menschen, die dir etwas bedeuten. Schon wieder mal, ne? Hatten wir gestern auch das Thema. Wenn du es aus Angst vor Ablehnung nicht tust, könnte eine Freundschaft verloren gehen. Ja, Freundschaften können verloren gehen, aber Seelenpartner nicht. Weil diese Verbundenheit in meinen Augen unmöglich, dieses Band zu kappen. Vielleicht können das einige, ich könnte es nicht. Ich will es auch gar nicht kappen. Lass mal das Ganze mal so stehen und ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Gesundheit, viele schöne Momente. Werdet kreativ und lasst es euch einfach richtig, richtig gut gehen und mal gucken, in welcher Art und Weise er vorbeigezaubert kommt. Bis demnächst und Dankeschön fürs Einschalten.